So Leute, willkommen zurück zu ETS 2. Das ist die 16. Folge und wir fahren jetzt weiter. Und ich darf nicht vergessen, jetzt hier abzubremsen, weil jetzt gleich die Kurve kommt. Ja, wir hatten das letzte Mal wieder ziemlich große Probleme mit den Frames per Seconds, so wie jetzt zum Beispiel gerade auch. ich glaube, das war jetzt ein ganz normaler Ruckler. Das ist immer wieder, wenn ich ins Spiel komme. Ich muss ja nach jeder Aufnahme kurz auf Desktop drauf, wegen der Audiospur. Und wenn ich dann wieder neu ins Spiel komme, dann muss ich es kurz nochmal laden. Und ich glaube, das lag jetzt einfach daran. Ich habe jetzt übrigens mal den Ventilator hier im Zimmer mal ausgemacht, weil er doch ein bisschen ins Mikrofon gepustet hat und man es stellenweise leicht gehört hat. Ja, lieber gehe ich hier und schwitze mir einen ab, als euch mit meiner Audio zu belästigen. Ich belästige euch nicht mit meiner Audio, aber dafür mit meinem Bild. Mit diesem scheiß Leggy, rumgeleggy, leggy, leggy. Leggy hört sich irgendwie komisch an, ne? So wie Leggings oder so. Ja, ich hoffe, dass auf jeden Fall der Rest jetzt erstmal gut läuft hier. Das hier ist übrigens eine schöne Gegend, finde ich. So mit den ganzen Bäumen und mit der Wiese hier. Sieht schön aus. Ja, wir ziehen immer noch den Dreiachser Tandem hinter uns. Der gefühlte 1.000.000. Tandem für dieses Let's Play. Im wohlgemerkt 16. Part. Also ich glaube, wenn ich mich richtig erinnern kann, habe ich in der Statistik vorhin beim Laden gesehen, dass wir, ich glaube, 8 abgeschlossene Touren gemacht haben bis jetzt. Und ich wette mit euch mindestens 4 davon waren mit einem Tandem. Mindestens. 4 oder 5 waren es hundertprozentig schon. So. Wir sind gleich in Dijon. Wir haben tatsächlich nur noch 11 Kilometer. 10 jetzt nur. Das freut mich. Weil dann können wir in diesem Part auf jeden Fall nochmal eine neue Tour annehmen. Und es kommt nichts. Und ja, ich bin nicht stehen geblieben, obwohl da ein Stoppschild stand. Dafür gibt es normalerweise Bußgeld, Leute. Also denkt dran, im echten Leben immer schön 3 Sekunden bei einem Stoppschild stehen bleiben. Und wenn einer von links oder von rechts kommt, dann bleibt auch länger als 3 Sekunden stehen. Wartet dann, bis der vorbei ist. Nicht, dass ihr dass ihr 3 Sekunden stehen bleibt und dann einfach drauf losfahrt, obwohl einer kommt. Weiß ja nicht, manche Menschen sind bestimmt so drauf. So, wieder in Dijon. Ein zweites Mal, glaube ich. Waren jetzt auch schon 2-mal in Metz, 2-mal in Dijon. Wir waren, glaube ich, auch schon 2-mal in Mannheim, beziehungsweise wir sind 1-mal in Mannheim reingefahren und 1-mal aus Mannheim auch wieder raus. Das war da, wo wir keine Tour in Metz gefunden haben. Da sind wir ja sozusagen mit dem Zug nach Mannheim gefahren. Hallo, bleibst du auch mal stehen? Alter, Leute! Ihr wisst, ich habe mich immer beschwert, weshalb die Bremsen so heftig stark sind und jetzt sind sie total luschig. Was geht hier ab? Ich fahre voll drauf auf der Bremse und ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Ich drehe die Bremse jetzt nochmal hoch. Jetzt haben wir natürlich wieder Strafe gekriegt, weil die Bremse so laschig ist. Meine Fresse, ey. So, wir haben jetzt gleich grün. Ich sehe es nämlich, weil die andere Ampel rot geworden ist. So, 350 Euro Strafe bezahlt, weil wir über rote Ampel gefahren sind, ungewollt. Jetzt haben wir, also heute läuft alles schief, wirklich alles. Part 14, der Unfall, die ganzen Leggies und heute, also was heißt heute und jetzt die Ampel. Krass, heute läuft es nicht, heute läuft einfach alles schief. Ich hätte es heute vielleicht bleiben lassen sollen. Lassen bleiben sollen. Ich hätte es heute einfach sein lassen sollen. Ach, da ist das Deutsch? Keine Ahnung. Ah. So, einmal kräftig durchatmen und dann machen wir einfach mal weiter. Ja, fährst du? Alter, weißt du, da bleibe ich schon stehen, um auf den zu warten. Dann bleibt er stehen und lässt mich vor. Wo macht denn das Sinn, bitte? Das macht keinen Sinn. So, Blinker, geh aus. Nervst.
So, hier haben wir schon mal abgeladen. An die Container hier kann ich mich erinnern. Das war hier, wo wir dieses Baustellenfahrzeug stehen lassen haben. Mit, ich glaube, 45 Tonnen oder so waren das. Part, was weiß ich, wie viel. Da hatten wir ja ein bisschen Schwierigkeiten, den hier abzustellen, weil das ja auch ein ziemlich breiter Aufbau war. Und Tieflader auch. Ich lege in die falsche Richtung. So, wir drücken ihn jetzt mal nach rechts. Und dann werden wir ihn gleich nochmal gerade ziehen. Das heißt, ich muss nochmal korrigieren. Obwohl, doch, den Dreiachser, den müssen wir eigentlich korrigieren. Den können wir nicht so lassen. So. Jetzt werden wir ihn gerade ziehen. Und dann müssen wir eigentlich nur noch einmal kurz zurückfahren und dann haben wir es geschafft. Das war ein bisschen zu weit nach rechts. So. Und da haben wir es auch schon. Das heißt, die nächste Tour wäre jetzt abgeschlossen. So, Leerlauf, Feststellbremse und Motor aus. Dann drücken wir die T-Taste und lösen somit den Trailer. 249 Kilometer gefahren. Wir haben nur die gute Arbeit erreicht. Abzug für Schäden, 2% Schäden. Woher die jetzt kommen? Höchstwahrscheinlich wieder von diesem Springen ganz am Anfang. Ich glaube, ich habe auf die Schadensanzeige geguckt und da stand, glaube ich, 0, wenn ich mich richtig erinnern kann. Das stimmt aber nicht immer. Also ich habe wirklich gemerkt, das stimmt nicht immer. So, jetzt haben wir gespeichert. Das heißt, dieser Part ist erstmal gerettet. Auch wenn er erst seit circa 7 Minuten oder so läuft. Und ja, ich glaube, an LKW-Händler haben wir jetzt nichts Neues entdeckt. Beim MAN haben wir vorbeigeguckt. Bei Scania Volvo ebenso. Ich habe euch die neuen Mods ein bisschen gezeigt. Hier seht ihr nochmal den VNL 780. Ach, der sieht schon geil aus. So, gucken wir mal Marmelade. Guck mal jetzt mal. Okay, wir haben nichts. Ja. Das läuft auf jeden Fall sehr, sehr gut hier. Ja, dann reisen wir einfach mal kurz zum Volvo-Händler. Damit Spielzeit sozusagen vergeht. Hier seht ihr nochmal den Peterbilt 351. Ich finde ihn irgendwie cool. Die meisten von euch werden ihn wahrscheinlich ziemlich hässlich finden, weil er so alt ist und ja, eine sehr komische Form hat. Ich kann mich daran erinnern, dass wir aus dem auch ein bisschen was machen können an Tuning und so. Ich finde ihn irgendwie cool. Ich finde, der hat was. Der hat so einen besonderen Charme irgendwie. So, hoffen wir, dass Zeit vergangen ist und neue Aufträge geladen haben. Dijon? Immer noch nicht. Gut, dann probieren wir es einfach mal mit einem Scania-Händler. Wie wär's damit? Dieses Let's Play ist eigentlich voll für den Arsch. So, Scania-Händler, bla bla, das ist jetzt der T-Modell, wir verlassen ihn wieder. So, schauen wir mal, ob was geladen hat. Alle guten Dinge sind drei, aber es hat nichts geladen, Leute. Es hat nichts geladen. Ach, hier können wir nochmal extra filtern. Massengut? Massengut. Baustoffe, Zerbrechliches, Flüssigkeiten, Kühlgut, Container, Alter! Mir ist noch nie aufgefallen, dass wir die Ladung so nochmal extra filtern können. Das ist schon peinlich. Peinlich ist es jetzt auch, dass wir keine Tour haben. Ich weiß, ich könnte es mir natürlich einfach machen und einfach aus irgendeiner Stadt rausfahren, aber ich mag das irgendwie nicht so. Also guck mal einfach nochmal bei MAN vorbei. Hier sehen wir nochmal den MAN F2000. So, gehen wir wieder zurück. So, wir haben 31.000 Euro und ich will mal eben gucken, hier können wir das sehen, ne? Ja, genau, insgesamt gefahrene Strecke 1528 Kilometer. Erkundete Straßen 1,35% bis jetzt und wir haben 9 abgeschlossene Aufträge. Und ich bin mir sicher, 5 davon sind Tandems gewesen. Ja, die Karriereentwicklung an sich macht eine ganz gute Kurve, finde ich. Wir haben jetzt natürlich schon eine rote Ampel mitgenommen, leider. Und einen Unfall verursacht. Ja, wie dem auch sei, ist halt eben so. Dijon. Wir haben immer noch nichts in Dijon. Oh, okay. Scheiß Spiel. So, dann müssen wir mal gucken. In Bern haben wir auf jeden Fall was. Wir haben in Straßburg haben wir was. In Metz haben wir was. Metz wäre eine Option.
Stuttgart haben wir was, in Mannheim haben wir nichts und in Nürnberg haben wir nichts. Also, wo wollen wir Metz? Metz Straßburg? Nö. Metz Dijon? Nö. Metz Paris? Oder Paris? Paris? Würste. Würste. Bevor ich das jetzt wirklich mache, will ich mal eben was gucken. Das war bei Volvo, ne? Da kostet 32.000 Euro. Wir haben 31.000 Euro. Das ist aber ein bisschen früh und außerdem wegen dem Voting. Sollen wir? Nein, nein, nein. Das, meiner Meinung nach ist es noch zu früh, uns einen LKW zu kaufen. Wir haben gerade mal Level 5, wir haben noch nicht mal wirklich Tuning-Teile und so freigeschalten. Deshalb, nee, komm, wir suchen uns eine Tour so wieder aus. Und wir haben immer noch nichts in Dijon. Also wäre ich der Meinung, wir fahren Lammmägen. Na, ist ja ekelhaft. Wir fahren einfach mal nach Paris, hey, in Paris waren wir noch nicht. Also, warum nicht? Let's go! Mit Würste, 17 Tonnen Würste. Das wird zu 300.000 Millionen Prozent wieder ein Tandem sein. Ihr werdet sehen, gleich springt wieder alles rum. Das Lenkrad im Hintergrund klackert wie wild. Achtung. Ja, tatsächlich. Ich hatte natürlich wieder recht. So, wir sehen im Spiegel. Und neben uns steht gleich nochmal ein Tandem. So, wir ziehen wieder einen Tandem. Schon wieder, ey. Meine Fresse. Aber diesmal fahren wir Renault. Renault sind wir jetzt bis jetzt nur einmal gefahren, aber auch eine relativ kurze Tour nur. Und schauen wir mal, was wir diesmal für einen fahren. Wir fahren, ja, so ziemlich denselben wie das letzte Mal auch. Auch nur 380 PS und 1800 Newtonmeter Drehmoment. An diesem LKW ist wirklich nichts Besonderes zu sagen. Ist ein ganz einfacher Renault Premium. Da ist wirklich nichts Besonderes zu sagen. Mittlerweile zu dem Anhänger auch nicht mehr. Ist auch wieder nur ein Dreiachser, Gott sei Dank. Ich habe gemerkt, der Vierachser mit Sattelzugmaschine ist ein bisschen schwierig, vor allem in engen Kurven, weil er mir einmal fast umgekippt ist. Aber ja, warum nicht? Schon wieder ein Tandem. Cool. Uncool, eher gesagt. Ach, gucken wir uns mal die Strecke an, weil wir diesmal in eine Stadt reinfahren, die wir noch nicht erkundet haben. Beziehungsweise wir fahren ja am Reims vorbei. Metz und dann hier einmal Mautstelle, nochmal einmal Mautstelle, 3, 4, wir kommen an 4 Mautstellen vorbei in dieser Tour und fahren an Reims vorbei. So, jetzt gucken wir mal bei Reims, ob das ein LKW-Händler ist. Wir haben ja rausgefunden, dass wir ein bisschen cheaten können und indem wir auf diese Karte gucken, einfach mal reinzoomen und in Reims sehen wir, hier ist kein Fragezeichen als Händler markiert, das heißt, hier gibt es in Reims keinen Händler, aber in Paris... Das heißt, in Paris werden wir auf jeden Fall mal bei dem Fragezeichen vorbeifahren, wenn ich es im nächsten Part nicht vergesse, weil in diesem Part kriege ich die Tour mal wieder nicht zu Ende. So. 17 Tonnen Würste. Paris, wir kommen. Und bis jetzt läuft es in diesem Part, glaube ich, ganz gut, vor allem was so die Lags und so betrifft. Wenn das nur immer so wäre, das wäre so toll. Das wäre wirklich, wirklich, wirklich fantastisch. So, die nächste auch wieder rechts. Oh, die Ampel wird grün. Oh, Alter. Fahrer, komm. Oh, falscher Gang jetzt. Jetzt wäre ich fast in den reingefahren, Leute. Weil er so unglaublich schnell abgebremst hat. Aber wir haben es ja noch hingekriegt. Oh, ich glaube, die Ampel, die erwische ich nicht mehr, oder? Oh, komm, komm, komm. Da fährt natürlich einer links. So, ein bisschen Gas gegeben jetzt. Muss einfach mal sein. Vor allem, wenn wir eine grüne Welle haben und jetzt muss ich abbremsen. Komm, bleib stehen. Gott sei Dank. Okay, die Bremse hat sich jetzt ein bisschen normalisiert. Die ist mittlerweile wieder auf einem ganz normalen Niveau hier. Ja, wollen wir mal gucken. Wir haben wieder keinen Retarder. Das ist natürlich mega ultra scheiße. Beziehungsweise eigentlich nur schade, aber es ist auch irgendwo scheiße. Und zwischen scheiße und schade ist jetzt kein Riesenunterschied.
glaube, da vorne kommt unser erster Kreisverkehr in diesem Let's Play. Ist ja cool. Dann haben wir das auch gleich mal hinter uns. Ich hoffe nur, dass der, was jetzt links neben mir ist, nicht versucht, hier rechts rauszufahren, neben uns. Bei Kreisverkehren mit dem LKW immer schön vom Bordstein weg. Zwecks Radfahrer und so. Das kann nämlich ziemlich böse enden. Und ich weiß jetzt, in der ETS 2 gibt es keine Radfahrer, aber warum sollte ich meinen Fahrstil jetzt wegen dem Spiel großartig ändern? So, ab hier dürfen wir sogar 80 fahren mit dem LKW. Das ist eigentlich ganz cool. Und für das, dass dieser LKW nur 380 PS hat und trotzdem 17 Tonnen zieht, ja, bewegt er sich eigentlich nicht schlecht nach vorne. Das kann sich ruhig sehen lassen eigentlich. So, wir kommen jetzt wieder auf ein kurzes Stückchen Landstraße. Das heißt, wir werden ein bisschen abbremsen. Ich werde in den 10. schalten und den Tempomat anschmeißen. Wobei, ich kann eigentlich schon im 12. fahren. Ich könnte ja eigentlich auch in den 11. schalten. Aber jetzt wollte ich gerade Retard anmachen, aber wir haben ja keinen. Ich glaube, wir können ruhig im 12. fahren. Bei 1000 Umdrehungen, das ist ganz okay. Und bei 67 km/h auch. Das ist noch im Rahmen. So. Paris, ja. Dann sehen wir ein bisschen mal was Neues. Wobei, ich glaube, Paris gibt es auch im Originalspiel. Wobei, ich bin mir da auch wieder nicht hundertprozentig sicher, ob es das im Originalspiel gibt oder nicht. Falls ihr das wisst, schreibt es einfach mal. Das würde mich nämlich jetzt gerade interessieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, der Renault hält sich eigentlich ganz gut. Für das, dass es hier kurvig ist und doch bergauf ging jetzt gerade ein bisschen, der hat die Geschwindigkeit ganz gut gehalten. Überrascht mich ein bisschen. Für die 380 PS ist das nicht schlecht. So, oh, jetzt bin ich ein bisschen schnell unterwegs gewesen. Auch hier bergauf, das geht ganz geschmeidig eigentlich. Das ist nicht schlecht. Man darf halt nicht vergessen, er hat halt doch nur 380 PS, ne? Ja, der Renault, der tut es mir gerade ein bisschen an, muss ich ganz ehrlich sagen. Und so viel ich mich erinnern kann, ist Renault jetzt auch nicht gerade sehr, sehr teuer hier in diesem Spiel. Wäre vielleicht als Zweit-LKW oder so eventuell mal... Ja, ich denke mal, das wäre eine Option. So, und da kommt auch schon die erste Mautstelle. Ich wollte gerade Gas geben und mal auf 80 beschleunigen. Aber das Spiel lässt mich nicht. Wollen wir mal. So, bonjour, Glatzkopf. Ich habe einen Zufahren da, du weißt schon. Sind wir überhaupt schon in Frankreich? Ich muss jetzt mal eben kurz auf die Karte gucken. Habe auch schon vergessen, von wo wir eigentlich losgefahren sind. Ah ja, genau, von Metz. Wir haben natürlich mal wieder eine Zugfahrt simuliert, ne? Chef hat uns gebraucht hier. Ja, also sind wir ja in Frankreich. Oh, super. Ich habe gerade... Ja, warum nicht? Machen wir doch hier gleich einen Cut, oder? Ja. Machen wir einen Cut, Leute. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis gleich. Ciao.